Herzlich willkommen im Buddha-Haus zu unserem Mittwochabend. Wir sind immer noch mit derselben Lehrrede beschäftigt, die wir schon seit einigen Wochen besprechen, weil sie alle 37 Erleuchtungsfaktoren enthält und es dauert eine Weile, bis man mit denen zurechtkommt. Im Allgemeinen dauert es sogar etwas länger als 6 oder 7 Wochen. Aber jedenfalls kann man sie in der Zeit besprechen. Wir haben letzten Mittwoch die drei Daseinsmerkmale besprochen. Davon das erste, die Vergänglichkeit. Und zwar ist bei den 7 Erleuchtungsfaktoren der erste Schritt die Achtsamkeit. Und ich will sie noch einmal erwähnen, weil ohne Achtsamkeit kann man überhaupt nichts machen. Wenn man nicht auf sich selbst aufpasst, dann kann man unmöglich erkennen, was für tiefere Wahrheiten in einem selbst und in der Welt existieren. Und es fängt damit an, ich möchte es noch einmal betonen, mit der Achtsamkeit auf den Körper, mit der Achtsamkeit auf die eigenen Bewegungen, dass sie nicht fahrig oder sinnlos einfach sich ergeben, sondern dass sie besonnen sind. Achtsamkeit bedeutet, man weiß, was man tut. Und vor allen Dingen, man weiß, was man denkt. Und das Lernen dadurch kommt in der Meditation. Das Lernen zu wissen, was man denkt, kommt dadurch, dass wir in der Meditation etikettieren. Und wenn wir mal wissen wollen, was wir denken, dann brauchen wir nur uns hinzusetzen, zu versuchen zu meditieren und dann werden wir schon merken, was wir denken. Wir meditieren nicht, sondern wir denken. Und da muss man etikettieren können. Und das muss man im täglichen Leben weiterführen. Das ist die Achtsamkeit auf den Inhalt der eigenen Gedanken. Da ist kein Tadel damit verbunden. Da ist nichts Schlechtes damit verbunden. Mit Achtsamkeit ist eine einzige Sache verbunden. Aufpassen. Weiter gar nichts. Und wenn man merkt, dass man bei der Meditation mehr denkt als meditiert, so braucht man nur zu verstehen, dass das ganz natürlich ist. Es dauert seine Zeit, bis man mehr meditiert, als man denkt. Es dauert eine lange Zeit bei den meisten Menschen. Aber dass der Vorteil, den wir sofort haben, ist zu erkennen, was wir denken. Daher ist der erste Schritt oder der erste Faktor der 7 Erleuchtungsglieder, die sehr häufig genannt werden statt aller 37, die Achtsamkeit. Auch hier ist bei den 37 Erleuchtungsgliedern die 4 Grundlagen der Achtsamkeit erwähnt, aber die haben wir schon besprochen. Der zweite Faktor bei den Erleuchtungsgliedern ist die Untersuchung oder Ergründung der Daseinsmerkmale. Und Daseinsmerkmale bedeutet, das, was in allem, was existiert, vorhanden ist. Und natürlich kann man das nur ergründen, wenn man es selber untersucht. Buddha hat immer dagegen gesprochen, dass wir entweder ihm glauben und es einfach für bare Münze nehmen, was er da erzählt, und selbst es nicht untersuchen und daher es auch nicht selbst erfahren können, oder aber, dass wir es einfach ablehnen. Beides ist falsch. Das Einzige, was richtig ist, ist die Untersuchung. Selber zu untersuchen. Und da wir sowieso doch geneigt sind, selber alles zu untersuchen und dann unsere eigene Meinung zu bilden, so besteht überhaupt kein Grund, dass wir das nicht hier auch tun. Das einfach akzeptieren hat keinen Sinn. Das einfach ablehnen hat auch keinen Sinn. Sondern erkennen, ob es stimmt. Und immer wieder schauen, ob man es erkennen kann. Diese drei Daseinsmerkmale, die also in allem enthalten sind, heißen auf Pali Anicca Dukkha Anatta. Anicca ist die Vergänglichkeit.
Und von der haben wir letzten Mittwoch gesprochen. Und zwar in ziemlichen Einzelheiten, so dass ich das nicht noch einmal erwähnen will, für diejenigen, die das schon gehört haben. Die anderen, die es vielleicht noch hören wollen, könnten sicher davon noch die Kassette nachbestellen. Das ist immer die erste Daseinsmerkmal zum Untersuchen. Es ist etwas, was man am wenigsten argumentieren kann. Man kann natürlich auch das argumentieren. Manche Menschen lieben ja zu argumentieren. Auch da kann man noch etwas finden, aber am wenigsten. Das nächste Daseinsmerkmal ist Dukkha. Und Dukkha hat eine lange Reihe von Möglichkeiten der Übersetzung. Und daher ist das das eine Wort, was wir immer wieder in Pali benutzen. Es wird übersetzt als Leid, Kummer, Schmerz, Jammer, Trauer. Es ist aber im Prinzip das Unerfülltsein und die Unzufriedenheit, die wir spüren. Es ist im Prinzip das Merkmal des Daseins, das überall enthalten ist. Und da kann man natürlich anfangen zu argumentieren. Aber mir geht es ja im Moment gerade sehr gut. Und darum handelt es sich auch überhaupt nicht. Es handelt sich um etwas ganz anderes. Es handelt sich um eine viel tiefer liegende Wahrheit. Ob es im Moment gerade gut geht und man nicht gerade irgendwelche körperlichen oder emotionellen Unstimmigkeiten erlebt, ist nicht die Frage. Sollte man sie im Moment gerade nicht erleben, so kann man sich glücklich preisen und hoffen, dass das etwas länger anhält. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine tiefer liegende und viel bedeutsamere Wahrheit. Und zwar, des Buddhas Erleuchtungserklärung, wie er unter dem berühmten Bodhibaum in Indien saß, waren die vier edlen Wahrheiten. Und die vier edlen Wahrheiten sind sozusagen der Kern der Lehre. Und alles andere, was gelehrt wird, und es gibt 17.500 Lehrreden vom Buddha überliefert, behandelt dieses Kernthema auf immer andere Art und Weise natürlich, so dass man Möglichkeiten hat, dieser Wahrheit auf irgendeine Weise nahe zu kommen, ohne gleich mit ihr total konfrontiert zu sein. Wenn man aber diese Kernwahrheit nicht einmal untersucht, dann bleiben auch einem die anderen Lehrreden verschlossen. Und diese Kernwahrheit sagt aus, in der ersten edlen Wahrheit, dass Existenz Dukkha ist, das heißt nicht zufriedenstellend. Und dafür, für das Nicht-Zufriedenstellen, für das innere Gefühl des Unerfülltseins, gibt es nur einen einzigen Grund. Und das ist die zweite edle Wahrheit. Und dieser Grund ist Begierde. Da kann man natürlich dann leicht sagen, ja, ich bin ja gar nicht begierig. Ich habe ja sowieso alles, was ich brauche. Und ich habe schon eingesehen, ich brauche weniger. Darum geht's nicht. Das sind alles oberflächliche Wahrheiten. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Begierde des Seins. Das ist der Kernpunkt. Und zwar hat der Buddha drei Begierden formuliert, wovon zwei vor allen Dingen hauptsächlich in uns hochkommen. Die erste, die Begierde, da zu sein. Da zu sein, richtig zu sein, jemand zu sein, nicht verloren zu gehen, nicht dass wir als Einzelperson glauben, dass wir, solange wir hier sind, etwas Separates sind,
was uns immer wieder den Wunsch in uns auslöst, uns zu behaupten. Und dieser Wunsch bringt ständig Ducker. Der zeigt sich in allem. Der zeigt sich in unserer Unterhaltung, in unserem Redeschwall, in unseren Tätigkeiten, in unseren Ärgernissen, wenn jemand uns nicht anerkennt, liebt, bestätigt, nicht genau das macht, was wir gerne hätten. In all dem zeigt sich die Begierde des Seins. Wir wollen nicht vernichtet werden. Diese Begierde ist unsere stärkste Motivation. Und das ist der Kern der Lehre. Und dieser Kern der Lehre, die ist nur beim Buddha zu finden. Das als Kernpunkt einmal zu sehen, bedeutet aber persönliche Untersuchung. Es bedeutet auf keinen Fall glauben oder nicht glauben. Es nutzt überhaupt nichts. Sondern es bedeutet, so achtsam zu sein, dass man selbst einmal erkennt, wieso und warum man eigentlich macht, was man macht. Es ist im Prinzip höchst interessant. Die meisten Menschen kommen überhaupt nicht auf die Idee, das zu untersuchen. Im Gegenteil, die Idee, die da hochkommt, ist, ich tue das jetzt auf der einen Seite, um was Gutes zu tun, oder auf der anderen Seite, um dem mal zu zeigen, wie es wirklich ist, oder ihm was auszuwischen. Die beiden Möglichkeiten. Aber das stimmt alles nicht. Das sind alles oberflächliche Erklärungen. Und auf der Oberfläche könnte man sogar sagen, es stimmt. Aber es bringt uns keinen einzigen Schritt weiter. Diese Lehrrede heißt, ohne Übung kein Fortschritt. Wenn wir Fortschritt machen wollen, auf der spirituellen Ebene, müssen wir viel tiefer schauen. Nicht da, wo jeder hinschaut. Da, wo jeder hinschaut, ist langweilig. Das haben wir alle schon gemacht. Das haben wir alle schon so oft gemacht. Es ist ein Wunder, dass uns nicht schon so langweilig geworden ist, dass wir es gar nicht mehr tun. Aber im Prinzip glaube ich schon, dass den meisten Menschen langweilig dabei wird. Deswegen suchen sie ja auch so viel Ablenkung. Und von denen gibt es ja Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Ablenkungen gibt es überall, weil es langweilig ist. Weil die Oberfläche des Lebens ist nicht interessant. Da macht jeder nur so, dass er bestätigt ist. Durch sich oder andere. Möglichst durch andere. Diese Begierde, da zu sein und nicht vernichtet zu werden, können wir erst einmal feststellen, dass das ein total unrealistischer Wunsch ist. Es ist unerfüllbar. Kann nicht erfüllt werden. Wir werden alle eines Tages nicht sein. Garantiert. Daher, wir schlagen uns mit unerfüllbaren Wünschen rum. Wie können wir da vergnügt sein? Es ist unmöglich, Frieden und Glück im Herzen zu finden, zufrieden zu sein, was zum Frieden führt, sich erfüllt zu finden, wenn wir unerfüllbare Wünsche immer in uns tragen. Ob wir sie äußern und wissen oder nicht, macht keinen Unterschied. Wir wollen sein. Wir wollen da sein. Und nicht nur das, wir wollen jemand sein. Und wenn uns das jemand anders nicht bestätigt, dann mögen wir schon nicht mehr leiden. Die, die uns bestätigen, dass wir jemand sind, das sind die netten Leute. Und die, die das nicht tun, entweder aus Vergesslichkeit oder weil es ihnen gerade gar nicht in den Kopf gekommen ist, oder weil sie es nicht interessiert, mit dem, wo wir nichts zu tun haben. Und dann gibt es natürlich noch solche, die uns das Gegenteil bestätigen. Und das sind die, die wir nicht leiden können. Also wir haben so drei Kategorien. Aber worauf das alles zurückzuführen ist, das haben wir noch gar nicht untersucht. Und das ist aber im Prinzip ganz einfach zu untersuchen. Es ist ganz einfach festzustellen, wenn wir uns die Zeit nehmen sollten, tagtäglich
vielleicht mal 20 Minuten uns hinzusetzen und Kontemplation zu üben. Nicht Meditation, was natürlich die Kontemplation erleichtert, wenn wir meditieren können, sondern Kontemplation. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des spirituellen Wachstums. Mal kontemplieren die Dinge, die wir zum Beispiel jeden Tag tun, einen einzigen Tag uns nur mal vornehmen. Einen einzigen Tag unseres Lebens. Wir können sogar mal, wenn es uns Spaß macht, mal ausrechnen, wie viele Tage wir schon am Leben waren. Eine Menge Tage waren wir schon am Leben. Wollen wir nur unsere Jahre mal 365 nehmen, da haben wir es. Wir sollen nur einen einzigen Tag davon nehmen. Uns mal überlegen, was wir da eigentlich gemacht haben. Und da wird sich rausstellen, erstmal die körperlichen Dinge, die wir gemacht haben. Jetzt hinterher schauen, wieso habe ich sie gemacht? Was war davon, was war die Motivation? Was war der Grund, dass ich sie mache? Teilweise ist der Grund, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Selbstverständlich, kann man nichts ändern dran. Und dann die anderen Dinge. Und dann vielleicht, was habe ich denn an diesem einen Tag alles gesagt? Da wird allerdings schon der Erinnerungsvermögen sehr angestrengt. Da kann man sich sehr schlecht erinnern. Aber man kann ungefähr sich überlegen, was man da alles gesagt hat. Und je achtsamer man war, desto leichter kann man sich erinnern, was man gesagt hat. Und dann kann man das mal untersuchen. Wieso habe ich denn das alles gesagt? Habe ich das gesagt, um zu reden? Habe ich es gesagt, um etwas Neues, Schönes, Glückliches zu bringen? Oder wieso habe ich es gesagt? Um was ging es mir? Und wenn wir so weit sind, dass wir mal untersucht haben, wieso wir diese Dinge tun und sagen, dann werden wir vielleicht erkennen, nach einiger Zeit, das erkennt man nicht sofort, dass da ein ganz starkes Selbstbehauptungssystem in uns arbeitet. Wir müssen sagen und tun, um zu wissen, dass wir da sind. Und das ist die große Schwierigkeit, sich zu konzentrieren bei der Meditation. Wenn man nicht denkt, hat man keine Bestätigung, dass man da ist. Und daher sollte man mal ein paar Sekunden oder Minuten aufgehört haben zu denken, dann fängt der Geist gleich wieder an. Weil er hat sich mal hingegeben, der Möglichkeit des Seins ohne Bestätigung und kommt dann wieder und will bestätigt werden. Wenn uns sehr viel an anderen Menschen Meinung liegt und nicht nur in ihren Meinungen, sondern sehr viel daran liegt, dass sie uns loben, dann können wir das mal untersuchen. Das ist ein ganz starker Drang des Seins. Und da können wir mal untersuchen, wie schmerzhaft das ist. Denn wir kriegen ja ganz selten das, was wir wollen. Und das ist der Grund für Dukkha. Nämlich das Haben wollen oder loswerden wollen. Aber das Haben wollen ist hier als Begierde bezeichnet, das Sein, das Ich-Sein zu haben. Und je mehr wir daran haften, ohne natürlich zu wissen, dass wir es tun, dann sollten wir es wissen, dass wir es tun, hätten wir es wahrscheinlich schon längst aufgegeben, weil es äußerst unangenehm ist. Wenn wir das also merken einmal, dass wir sehr abhängig davon sind, dass andere Menschen uns bestätigen, wie hübsch wir sind, wie klug wir sind, wie gut wir unsere Arbeit verrichten, wie nett wir sind, wie angenehm es ist, mit uns zu sein. Alle diese Dinge, die wir gern hören würden. Und dann hören wir sie nicht. Dukkha. Aber wir glauben ja gar nicht, dass wir das Dukkha gemacht haben. Wir glauben ja, dass der andere dann schuld ist, weil er nicht das gesagt hat, was wir gern gehabt hätten. Wir wissen gar nicht, und das ist natürlich der Grund unseres ganzen Duckers, wir wissen gar nicht, dass wir uns das alles selber fabrizieren. Wir sind durch dieses
fehlende Erkennen ständig dabei, uns selber Unannehmlichkeiten zu bereiten und glauben immer, dass jemand anders dran schuld. Und solange wir glauben, dass irgendjemand dran schuld ist, irgendeine bestimmte Person oder Situation oder was immer wir glauben, so lange können wir keinen Fortschritt machen. So lange haften wir fest. Genau da, wo wir sind. Mit unserem Dukkha. Und dieses Dukkha zeigt sich nicht immer gleich, dass wir Riesenschmerzen haben. Das körperliche Dukkha kann ganz klein oder größer sein, aber das emotionelle Dukkha zeigt sich nicht gleich immer, dass es uns entsetzlich schlecht geht. Das kann es auch tun. Nein, es zeigt sich in einer anderen Art und Weise. Es zeigt sich in einer inneren Unruhe, die immer nach irgendetwas sucht und greifen will. Und das ist so selbstverständlich für die meisten Menschen, dass sie gar nicht wissen, dass es auch anders geht. Man muss nicht ständig was suchen und greifen wollen. Aber da muss man üben. Da muss man praktizieren. Denn die natürlichen Beweggründe eines Menschen sind so: Unfrieden haben wollen, sein wollen, anerkannt sein wollen, jemand sein wollen, die Dinge so haben wollen, wie man sie sich vorstellt, die Dinge in der Vergangenheit so biegen, wie sie hätten sein sollen, oder in der Zukunft so zurecht machen, wie wir sie gern hätten. Lauter unrealisierbare Wünsche. Die Vergangenheit können wir nicht mehr umbiegen, die hat sich selbst schon so gebogen, wie sie ist. Und die Zukunft hängt einzig und allein davon ab, wie weit wir spirituellen Fortschritt machen. Ganz allein davon. Denn was immer in der Welt geschieht, wird immer etwas sein, was uns teilweise nicht passt. Es ist einzig und allein unsere Reaktionen darauf, die wir ändern können, so dass die Zukunft von uns selbst abhängig ist. Und nicht von äußeren Umständen. Und wenn wir uns das einmal klar vor Augen ziehen, wir können das nur durch die Kontemplation machen, dass uns das klar wird, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass das Klarheit ist. So ist es. So lebe ich. Wenn ich den Unfrieden in mir merke, es ist nicht etwas, was bedeuten soll, dass man nicht gerne friedfertig sei. Das sind alles eine andere Ebene. Friedfertig sein, liebenswürdig sein, freundlich sein, höflich sein, alles in Ordnung. Aber das ist nicht die Ebene, die der Buddha angesprochen hat. Der Buddha hat die tiefste Ebene als menschlichen Bewusstseins angesprochen, wo Unruhe herrscht. Wenn da Ruhe herrschen würde, dann hätten wir Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber ich glaube kaum, dass jemand behaupten würde, dass wir das hätten. Und wieso haben wir es nicht? Weil wir es nicht haben. Ganz klar. Diese Begierde des Seins ist der Kernpunkt unserer jeglichen Problems. Es gibt kein anderes Problem. Wir können diese Probleme mit allen möglichen Namen benennen. Geld, Partner, Kinder, Chef, Wetter, Politik, wir können jeden Namen raufkleben, was immer uns passt. Es gibt nur ein einziges Problem. Aber diese Begierde des Seins zu erkennen, dazu gehört die Fähigkeit, sich selbst objektiv zu betrachten. Eine ganz starke Achtsamkeit. Und dazu natürlich auch noch das Wissen wollen. Wirklich wissen wollen, woran liegt es eigentlich? Woran liegt es eigentlich, dass ich nicht total zufrieden bin? Ich hab doch alles. Wieso ist da immer noch etwas, was Unruhe schafft? Und nicht nur einmal oder zweimal, sondern täglich von morgens bis abends. Das erste ist, dass wir diese Unruhe merken.
diese innere Unruhe merken und einmal erleben, ganz deutlich erleben, wie wir ihr aus dem Weg gehen wollen. Durch Reden, durch Handeln, durch Ablenken, durch irgendwelche Tätigkeiten, die uns vergessen machen, dass da drin Dukkha herrscht. Sobald wir einmal durch die Meditation in die Vertiefung gekommen sind und vor allen Dingen die Formlosen, wo Dukkha zur Zeit der Vertiefung nicht zu spüren ist, dann wissen wir endlich den Unterschied. Die haben natürlich auch Dukkha in sich, weil sie wieder aufhören. Die Vergänglichkeit bringt das natürliche Dukkha mit sich. Alles, was wir gern behalten wollen, ist vergänglich. Daher auch Dukkha. Aber wenn wir einmal den Unterschied erleben können zwischen dem, wie es bei uns tagtäglich aussieht im Inneren und dem, wie es aussehen könnte, wenn wir uns mal konzentrieren und wirklich längere Zeit konzentrieren, dann wissen wir wenigstens, worauf wir hinsteuern. Wir steuern auf einen inneren Frieden hin, der unabhängig ist, ob wir sind oder nicht. Und das natürlich zur Wahrheit zu bringen, bedeutet, dass wir die Angst vor dem Tod verlieren. Und dann kriegt man sehr oft gesagt, na, vor meinem eigenen Tod habe ich gar keine Angst, nur vor dem Tod meiner Lieben. Oder ich habe gar keine Angst vor dem Tod, nur vor Schmerzen. Angst ist Angst. Mit Angst leben ist die Unruhe. Das ist es. Darum geht's. Wie kann ich die Angst loswerden? Der Buddha hat verschiedene Möglichkeiten genannt, wie es wie unsere Fähigkeiten da einmal eingesetzt werden können, sodass wir erst einmal die Angst vermindern und dann sie ganz verlieren. Erst wenn wir sie verlieren, vollkommen verlieren, können wir von Ruhe und Frieden in unserem Innern wirklich sprechen. Er hat gesagt, dass wir uns tagtäglich an unseren eigenen Tod erinnern sollen. Ich bin dem Tod unterworfen, ich kann dem Tod nicht entgehen. Da gibt's wohl kein Argument, ne? Aber auch da werden noch welche gefunden. Nicht, dass jemand behaupten will, dass er nicht dem Tod unterworfen ist, nein. Aber da gibt's noch folgende Behauptung, die auch öfter mal vorkommt. Nicht sehr häufig, aber häufig genug. Wenn man dran denkt, an den Tod, dann ist das deprimierend. Und man zieht ihn vielleicht herbei. Und das ist Fantasiedenken, wie so das meiste, was wir tun. Denn unser Tod ist genau mit unserem Karma verbunden. Wir leben so lange, wie unser Karma es uns erlaubt. Und dann ist der Tod. Wir sollen uns tagtäglich daran erinnern. Interessant. Die meisten Menschen, wenn sie das zum ersten Mal tun sollen, wollen nicht. Auch interessant. Was habe ich eigentlich gegen meinen eigenen Tod? Wie kann ich überhaupt da was gegen haben? Ist doch ein Naturgesetz. Was habe ich denn gegen die Naturgesetze? Die passen mir nicht. Die passen nicht in mein Gedankenmuster hinein. Na, da werde ich sie wohl mal hineinpassen müssen. Da meine Gedankenmuster und die Naturgesetze müssen mal übereinstimmen. Denn sonst werde ich immer Angst haben. Wir haben sehr viel versucht, die Naturgesetze in der Natur um uns herum so zu beeinflussen, wie wir glauben, dass es sein sollte. Also die Flüsse dürfen keine Kurven machen, müssen gerade gehen. Man darf gar nicht drüber nachdenken, wie absurd das ist. Man darf nicht an seinen eigenen Tod denken. Wieso? Man könnte davon unglücklich werden. Im Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Das ist genauso absurd, wie dass die Flüsse gerade fließen müssen. Solange wir unseren eigenen Tod als bedrohlich ansehen und als etwas, was wir gerne hinausschieben wollen
und auch mit aller Kraft, die wir aufbringen können, hinausschieben, mit allen Medikamenten und allen Möglichkeiten, die wir haben. Und es immer wieder als etwas Trauriges ansehen, so lange haben wir Angst davor. Denn das, was wir nicht haben wollen, davor haben wir Angst. Angst ist gleichbedeutend mit Hass. Wir können nur Angst vor dem haben, was wir hassen. Das heißt also, wir sind ständig mit Hass belastet. Und dieser Hass zeigt sich natürlich nicht darin, indem wir irgendjemand erzählen, ich hasse meinen Tod. Ich meine, das hört sich ja etwas absurd an. Nein. Sondern was wir in Wirklichkeit tun, ist, wir lassen diesen Hass irgendwelche Möglichkeiten zu, dass er sich irgendwo anders niederlässt. Hassen irgendwelche Menschen, hassen irgendwelche Ereignisse, hassen irgendwas, was wir hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, denken. Irgendwas. Weil der Hass ist da. Durch die Angst. Mit Angst zu leben, ist jedes Menschen los, der nicht seinen Tod so akzeptiert hat, dass er jetzt stattfinden darf. Dazu kann man nur sagen, dass es eine ganz wichtige Kontemplation ist, wie denke ich über meinen eigenen Tod. Sehr häufig kommt dabei sehr wenig raus. Nämlich Folgendes kommt dabei raus. Ist in Ordnung, aber nicht heute. 20 Jahre, naja gut, okay. Ab wie alt man gerade ist, 30 Jahre vielleicht. Das ist keine Kontemplation. Das ist das übliche, oberflächliche Denken und das bringt einen nicht dahinter, was da wirklich zu lernen ist. Dass wir dem Tod nicht ins Auge schauen wollen. Weil wir glauben, dass wir eine Persönlichkeit sind, die durch den Tod vernichtet wird. Wir wollen also nicht vernichtet sein. Aber wir werden vernichtet sein. Also wir leben in einem fürchterlichen Zwiespalt. Es geschieht, wir wissen, dass es geschieht, aber wir wollen es nicht. Wie können wir da zur Ruhe und Frieden und Glück kommen? Dieser Zwiespalt ist doch immer vorhanden. Da gibt es nichts anderes, als erst einmal, was der Buddha empfohlen hat, sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Ich bin dem Verfall unterworfen, ich kann dem Verfall nicht entgehen und ich bin dem Tod unterworfen und kann dem Tod nicht entgehen. Und sich damit mal wirklich vertraut zu machen und mal zu sehen, dass alles, was geboren wird, sterben muss. Geht nicht anders. Und dann einmal erkennen, dass alles, was wir von Moment zu Moment zur Geburt bringen, auch von Moment zu Moment stirbt. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Bewegung, die wir machen, jeder Herzschlag, jeder Atemzug, jede Sekunde, jeder Tag, jede Nacht. Alles wird geboren und alles stirbt. Und weil uns das nicht in unseren Kram passt, wird sehr häufig geglaubt, dass das Buddhas Lehre negativ ist, pessimistisch. Der Buddha war weder Pessimist noch Optimist, er war Realist. Der hat gesehen, ganz deutlich, wie sehr die Menschheit an der Angst leidet, die er unterschwellig ständig vorhanden ist, weil ständig die Möglichkeit der Vernichtung da ist, und hat zeigen wollen und hat gezeigt, dass wie man das loswerden kann, wenn man sich den Realitäten einmal öffnet, dem, was wirklich ist. Und wenn man sich diesen Realitäten öffnet, dem, was wirklich ist,
und es so weit bringt, dass man die Angst loslässt, dann weiß man, dass man nur auf diese Art und Weise Glück und Frieden erleben kann. Wenn man einmal wirklich weiß, jetzt ist dieser Moment und den lebe ich. Und alle anderen Momente existieren überhaupt nicht. Die Vergangenheit ist nichts wie eine Erinnerung und im Allgemeinen sogar falsche Erinnerung. Wir haben notorisch schlechte Gedächtnisse. Gibt keinen Menschen, der seine Vergangenheit sich genau erinnern kann. Und die Zukunft hängt einzig und allein davon ab, was wir jetzt machen. Es gibt also nur diesen einen Moment. Und von allen Menschen auf dieser Welt leben vielleicht, ja, ich weiß nicht wie viel, ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend in diesem Moment. Alle anderen leben meistens in der Zukunft. Was werden soll? Mit der Angst, dass es nicht werden wird. Es könnte ja auch nicht funktionieren. Und das ist eine Art Leben, wo unsere Lebensqualität nicht wert ist, weiterzuführen. Und sie hat, jeder hat sie. Es ist eine Art des Lebens, wo ständige Pannen passieren. Es ist ständige Pannen, emotionelle Pannen, weil es nie möglich ist, die Emotionen so zu beruhigen, dass diese unterschwellige Angst nicht mehr vorhanden ist. Und diese unterschwellige Angst bringt derartig viel Gedanken und Worte und Handlungen mit sich, die besser ungetan sein würden. Wir machen mit jedem Gedanken Karma. Passen wir darauf auf, dass wir nur gutes Karma machen? Oder lassen wir einfach den Geist denken, was er will? Und dann natürlich den Mund reden, was er will. Und dann am Ende irgendwelche Handlungen. Oder passen wir auf, dass wir gutes Karma machen? Wenn wir das tun, haben wir jedenfalls den ersten Schritt der Achtsamkeit bereits erfolgreich absolviert, dass wir uns daran erinnern, gutes Karma zu machen. Und mit dieser Erinnerung an gutes Karma machen, kommt vielleicht auch die Erinnerung hoch, den eigenen Tod zu untersuchen. Zu untersuchen, was das bedeutet. Und dieses Wollen, dass es nicht passieren sollte, ist der Kern von unserer ganzen Unzufriedenheit. Es passiert doch. Wir können so viel, wie wir wollen, immer wieder bitten oder hoffen oder nicht dran denken. Das ist im Allgemeinen die üblichste Art und Weise, mit dem eigenen Tod umzugehen, ihn unter den Teppich zu kehren. Ihn gibt's nicht. Aber alles andere, was wir machen, ist auch darauf aufgebaut, dass wir da sein wollen. Das loszuwerden bedeutet Freiheit. Denn solange wir das nicht los sind, sind wir abhängig. Abhängig davon, dass uns nichts passiert. Wer kann da das garantieren, dass uns nichts passiert? Diese erste und zweite edle Wahrheit. Die erste, dass Dukkha ist in aller Existenz. Und die zweite, dass es nur einen einzigen Grund dafür gibt, nämlich die Begierde des Seins, hat noch einen zweiten Grund. Buddha hat im Ganzen drei Begierden genannt, die wir haben wollen, die uns Dukkha bereiten. Die erste des Seins, und dazu gehört die Kehrseite derselben Medaille, die Begierde nicht zu sein. Das ist, wenn es einem schlecht geht. Und möchte man, ach, ich möchte gar nicht mehr mitmachen, ich will schon endlich meine Ruhe haben. Das sind aber nur Gedanken, ist nicht auf Wirklichkeit aufgebaut.
Das ist aber auch eine Begierde und sie bringt auch Dukkha. Aber die zweite Begierde, von der wir sehr viel wissen, die mit der wir ständig zu tun haben, ist die Begierde nach Sinnesbefriedigung. Und diese beiden, die Begierde des Seins und die Begierde nach Sinnesbefriedigung, sind ganz eng miteinander verbunden. Wir wollen das Angenehme durch die Sinne bekommen und sind im Prinzip mit nichts anderem beschäftigt. Und wenn es nicht ganz so angenehm ist, dann werden wir schon etwas ärgerlich. Aber keiner hat uns versprochen, dass alle unsere Sinneskontakte in diesem Leben angenehm sein werden. Im Gegenteil. Man kann damit rechnen, dass sie halbe halbe sind. Halb angenehm, halb unangenehm. Und bei den Angenehmen sind wir ständig dabei, sie verlängern zu wollen und wiederzubekommen. Das ist wieder die Begierde des Wollens, des Habenwollens, was absolutes Dukkha ist. Denn es bedeutet das Greifen, das sich danach ausrichten, etwas zu bekommen. Ständige Unruhe im Innern. Haben wir schon mal probiert, einfach mal zu sein? Hört sich doch ganz einfach an. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie sie anpacken sollen. Einfach mal da zu sein, überhaupt nichts. Nur da sein, gar nichts anderes. Nicht denken, nicht Emotionen hochkommen lassen, nichts haben wollen, nichts loswerden wollen, sondern nur mal da sein. Die meisten Menschen ist unmöglich. Dazu muss man sich natürlich auch so schon mit dem Geist geübt haben, dass man dem Geist vertrauen kann. Aber diese Übung kommt nur durch die Meditation. Anders kann man sie nicht bekommen. Wenn wir einmal feststellen können, dass uns die angenehmen Sinneskontakte immerzu dazu verleiten, sie wiederhaben zu wollen und sie behalten zu wollen, dann sind wir schon einen großen Schritt weitergekommen. Denn dann werden wir gleich merken, dass die unangenehmen Sinneskontakte, da wo wir das hören, was wir gar nicht hören wollen, und da wo wir was sehen, was wir nicht sehen wollen, oder riechen oder schmecken oder berühren oder denken, dass wir das mit Widerwillen und Ablehnung belasten. Und das zu merken ist nicht so schwierig. Aber dazu gehört dann der nächste Schritt. Wer hat da jemand Schuld dran? Wer hat denn eigentlich an dieser ganzen Geschichte Schuld? Und da wir uns selbst nicht genug untersucht haben und genau genug kennen, glauben wir, es gibt irgendjemand, der da Schuld dran hat, der nicht gesagt hat, was wir hören wollen, nicht so aussieht, wie wir es gern hätten, dass die Situation nicht die ist, mit der wir, die wir uns vorgestellt haben. Irgendetwas muss doch Schuld haben. Nichts hat Schuld. Es gibt überhaupt keine Schuld von niemandem, weder man selbst noch jemand anders. Die Dinge sind so, wie sie sind. Teilweise angenehme Sinneskontakte, teilweise unangenehme. Solange man nichts anderes kennt, und die meisten Menschen kennen nichts anderes, da sie in ihrer Meditation noch nicht die Möglichkeit haben, in andere Bewusstseinsebenen zu kommen, ist das unsere ständige Suche. Die angenehmen Sinneskontakte. Es ist aber eine fruchtlose Suche. Denn jeder Sinneskontakt ist ganz kurzfristig nur. Das heißt also, wir müssen ihn beinahe sofort erneuern. Und sich damit das Leben lang abzugeben, ist nicht vernünftig. Denn ein Menschenleben ist viel zu wertvoll, um sich damit abzugeben. Das muss man alles in sich selber erkennen. Das bedeutet auf keinen Fall, dass wir keine angenehmen Sinneskontakte haben sollen. Überhaupt nicht. Aber wir sollen dankbar dafür sein, wenn wir sie haben. Und nicht immer zu versuchen, sie wiederzubekommen, sie zu erneuern oder zu behalten. Sondern dankbar dafür sein, wenn wir einen angenehmen Sinneskontakt haben. Was immer es sei. Ob das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken,
berühren oder denken lässt. Und dann, wenn das Herz voll Dankbarkeit ist für das Gute, dann wird es sich auch dem, was unangenehm ist, nicht so widerwillig dagegen benehmen müssen, sondern es kann auch das akzeptieren. Teilweise angenehm, teilweise unangenehm. So ist es. Diese beiden Begierden, die Begierde da zu sein, die die Grundursache ist für alles, und die Begierde nach Sinnesbefriedigung, sind die beiden, die uns ständig Stucker machen. Und ob wir das wissen, dass wir ständig Stucker haben, ist auch noch eine Frage. Es ist wäre sehr hilfreich, einmal zu untersuchen, was für eine Art Ducker wir eigentlich haben oder glauben zu haben und ob das ständig ist oder ob da Unterbrechungen drin sind. Und dann werden wir vielleicht merken, dass die Unterbrechungen sind, wenn wir uns effektiv konzentrieren. Und das muss nicht nur in der Meditation sein. Man kann sich total konzentrieren bei einer Arbeit. Man kann sich total konzentrieren, wenn man zum Beispiel malt oder schreibt. Aber da muss man in dieser einen Sekunde leben können. Solange man nicht in der einen Sekunde leben kann, kann man sich nicht total konzentrieren, wird man seinen Dukkha überhaupt nicht los. Dieses Daseinsmerkmal des Dukkha existiert nicht nur in uns selbst, sondern in allem, was existiert, so wie der Buddha es gesagt hat. Aber wenn wir es in uns selber finden, dann finden wir es auch in allem anderen. Das heißt also, wenn wir ergründen, und das ist der zweite Erleuchtungsfaktor, das Ergründen der Daseinsmerkmale, wenn wir also in uns selbst einmal Dukkha ergründen, dann können wir es auch in allem anderen, was existiert, sehen. Können wir sehen, dass gerade diese Begierde zu sein, überall Unruhe schafft. Ich finde es hilfreich, Vögel zu betrachten, die nach dem Futter suchen, benehmen sich ganz ähnlich wie Menschen. Mal hinschauen, sind die vergnügt oder könnte man eher sagen, dass sie Dukkha haben? Selber feststellen, selber anschauen, genau mal untersuchen, was geht da vor, um uns herum und in uns. Und wie weit sind wir ständig dabei, diesem Dukkha zu entrinnen durch irgendwelche Fluchtmanöver? Wie viel Fluchtmanöver kennen wir von uns selbst? Als erste und beliebteste und bekannteste Fluchtmanöver ist, jemanden zu beschuldigen. Das habe ich schon erwähnt. Das zweite beliebteste und auch bekannteste Fluchtmanöver ist, sich abzulenken. Da sind so unendlich viele Möglichkeiten, dass man jederzeit was Neues machen kann. Sich mit irgendetwas abzulenken. Dann haben wir die Fluchtmanöver, indem wir etwas verändern, äußerlich. Woanders hingehen. Oder vielleicht ein anderes Land, ein anderes Haus, eine andere Stadt, was immer uns in den Sinn kommt. Oder aber die Menschen, mit denen wir zusammen sind, verlassen und neue uns suchen. Auch das ist ein Fluchtmanöver. Dukkha kommt immer mit. Das bleibt nicht irgendwo hocken und bleibt bei den Menschen, die wir verlassen. Das kommt genauso dahin mit, wo wir hingehen. Aber das müssen wir erst merken. Und erst wenn wir es gemerkt haben, ist es möglich, etwas für uns selbst zu tun. Je mehr wir uns einen Liebesgefühl in unserem Herzen entwickeln, das für uns und die Menschheit gilt, desto leichter wird es uns fallen, Dukkha zu erkennen und auch die tieferen Gründe des Dukkha und nicht auf die Flucht zu gehen,
sondern loszulassen von unserer ewigen Angst, vernichtet zu werden. Um natürlich diese Angst total loszuwerden, müssen wir auch untersuchen, wer soll eigentlich vernichtet werden? Und das zu untersuchen wäre das dritte Daseinsmerkmal. Das werden wir nächstes Mal untersuchen. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass das Glück, das wir alle suchen, und der Frieden, den wir uns gerne hätten, nur möglich ist, wenn wir diese Wahrheiten in uns so verinnerlichen, dass sie für uns klar sind. Und daher wir von dieser Begierde, jemand zu sein, etwas zu sein, anerkannt zu sein, loslassen können und unseren Tod akzeptieren. Nur dann ist es möglich, friedlich zu werden. Und dieses Akzeptieren und Erkennen und Durchschauen ist nur durch Meditation und Kontemplation möglich. Die Meditation als solche bringt die Ruhe für den Geist, so dass der Geist ohne jegliche Abwehr, ohne jegliche Aufregung die Dinge untersuchen kann, die er sonst zwar weiß, aber nicht wissen will. Es ist vieles, was wir wissen, aber nicht wissen wollen. Wir wissen ganz genau, dass wir sterben werden. Aber wie wir uns damit beschäftigen und wie wir damit leben, macht den ganzen Unterschied unserer Lebensqualität aus. Das ist das Einzige, was daran wichtig ist. Wie weit benutze ich dieses Wissen, um meine Lebensqualität so in Harmonie zu bringen mit der Wahrheit, mit der effektiven Wahrheit, der Wahrheit, die nicht zu umgehen ist, sodass keinerlei Angst und Hass mehr in mir besteht. Denn Hass kommt sofort hoch in dem Moment, wo dieses Angstgefühl etwas geschürt wird. Es ist immer vorhanden, unterschwellig, die ganze Zeit vorhanden. Und das in sich zu erkennen bedeutet, dass man das Üben, die Praxis erkennt, liebt, sich ihr hingibt. Nicht wieder unter den Teppich kehrt. Ich habe ja bis jetzt ganz gut bin ich über die Runden gekommen. Was muss ich mich mit meinem Tod beschäftigen? Im Moment des Todes ist es etwas zu spät. Da gibt's dann kein Pardon mehr. Da muss sowieso alles losgelassen werden. Es wäre besser jetzt. Und jetzt schon die innere Harmonie und die innere Lebensqualität so zu erhöhen, dass die äußeren Umstände uns nicht mehr umwerfen können. Und wenn sie uns nicht mehr umwerfen können, dann haben wir das Gefühl von innerer Festigkeit, von einer inneren Solidität, auf die wir vertrauen können. Und wenn wir dieses innere Selbstvertrauen haben, dann sind die Ängste schon um vieles gemindert. Selbstvertrauen bedeutet nicht, dass man sich überheblich fühlt, sondern es bedeutet, dass man in sich etwas gebaut hat, was auf Wahrheit beruht und nicht auf dem, wie wir es gern hätten. Die erste und zweite edle Wahrheit können wir tagtäglich, jederzeit in uns selbst feststellen. Und zwar auf ganz einfache Art und Weise. Wenn wir in irgendeiner Art etwas Dukkha empfinden, mehr, weniger, mittelmäßig, wie immer es sei, untersuchen, was es ist, was wir gerne hätten und nicht haben, oder was wir gern loswerden wollen und haben. Und wenn wir das gefunden haben, was es ist, was uns dieses Dukkha bereitet, dann das haben wollen fallen lassen oder das loswerden wollen fallen lassen und in der Sekunde ist kein Dukkha. Und dann in der nächsten Sekunde können wir uns dann wieder damit beschäftigen, es haben zu wollen und weiter Dukkha haben. Eine Sekunde ohne Dukkha. Alles loslassen und nur sein.
Es ist eine Übung, die aus der Meditation hervorgeht. Aber dazu muss man meditieren. Und wenn man nicht meditiert, kann man diesen Bewusstseinsebenen schwer Zugang finden. Ich will nicht sagen gar nicht, aber ich sage schwer. Es ist schwer, den Zugang zu finden. Aber dieses Experiment kann jeder allein mit sich machen. Wenn irgendein Dukkha ist, was ist es, was mir nicht passt? Okay, ich habe gefunden, was mir nicht passt, fallen lassen, dass es anders sein sollte. In der Sekunde, aus mit dem Dukkha. Und dann kommt es natürlich wieder hoch. Da kann man sich weiter damit beschäftigen. Kann man weiter seinen Dukkha mit sich herumtragen. An sich muss man schon sagen, es ist nicht sehr vernünftig, sich immer wieder selbst Dukkha zu bereiten. Und darum hat der Buddha auch gesagt, dass diese Unwissenheit, die wir da haben, närrisch ist. Und wenn wir nicht mehr närrisch sein wollen, dann können wir damit was unternehmen. Und können ein inneres Gefühl der Harmonie finden, die uns auf dem Weg zur absoluten Wahrheit bringt. Das ist genug für einen Abend über Dukkha. Wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Ich habe eine Frage, und zwar zu dem Angst vor dem eigenen Tod oder vor dem Tod eben anderer. Hast du vorhin gesagt, dass man da alles Mögliche dagegen unternimmt, wie hoffen und wegschieben und nicht dran denken. Und wie sieht es denn da mit der Sicherheit aus? Also man macht ja auch Anschnallen im Auto und Helm beim Fahrradfahren und so diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Inwieweit ist denn das dann eigentlich, dass man sagt, also wie du gesagt hast, man lebt nur so lange, wie das Karma das voraussieht, dann kann ich meinen Helm aufsetzen oder nicht, dann hat es ja eigentlich nichts zu sagen. Es hat wenig zu sagen, aber man kann ruhig aufsetzen. Es ist vernünftig. Es ist vernünftig, ihn aufzusetzen. Ja. Aber was unvernünftig ist, ist zu glauben, dass der eine am Leben erhalten wird. Das ist unvernünftig. Also das ist jetzt zum Beispiel mit diesen Kindern da. Also wenn jetzt zum Beispiel eben ein Kind irgendwie entführt wird und einfach ermordet wird. Also inwieweit eben zum Beispiel auch Eltern da die Sicherheit für Kinder. Bei uns in der Gemeinde ist jetzt gerade irgend so was Eigenartiges, so ein eigenartiger Mann unterwegs und jeder hat natürlich Angst und hat so die Sicherheit, das Kind jetzt nicht rauszulassen. Normal kann ich sagen, also das steht fest, solange das Karma bestimmt von meinem Kind, wie lange das lebt, und da können Männer rum sein, so viel wie wollen, ich kann es rausschicken. Im Prinzip schon, aber wir wissen ja nicht, was das Karma ist. Wir haben ja keine Ahnung, was das Karma ist. Also man kann das Kind ja auch nicht im Haus lassen. Ich meine, das wird ja närrisch, wenn es nicht mehr raus kann. Ich nehme ein Beispiel. Also ich meine, ich kann es andersrum sehen, ich kann es beschützen, wie es will. Wenn es eben so sein soll, dann kann ich es einfach im Haus lassen, lass es eine Minute raus, dann wird das Kind eben aus. Wir können keinen Menschen beschützen. Uns selbst am wenigsten. Wir müssen einmal damit, wir können vernünftig handeln. Wir müssen uns nicht in die Mitte von der Autobahn stellen. Ich meine, da tun wir ja anderen Leuten noch was Schlechtes an, ne? Wir müssen vernünftig handeln. Wir müssen nicht unvernünftig sein. Aber wir können uns selbst ja auch nicht beschützen. Wie können wir uns beschützen vor dem Tod? Wie macht man das? Ja, eben zum Beispiel, dass man meint, wenn ich mich im Auto anschnall oder wenn ich halt, was man halt so für Sicherheitsvorkehrungen trifft, macht man doch eigentlich aus dem Gedanken heraus, sich zu beschützen. Also, ja, aber das ist in Ordnung. Aber ich sagte ja schon, wenn man glaubt, dass das nun wirklich das tun wird, dann ist es ein Fehler.
wo man daran glaubt, dass das nun wirklich nichts passieren wird. Das ist ein großer Fehler. Dass man eine vernünftige Vorsichtsmaßregeln trifft, ist nur gesunder Menschenverstand. Aber dass man glaubt, dass die einem vor dem Tod beschützen werden, das ist närrisch. Ja. Ich habe eine Frage zur Kontemplation. In welchem Zustand sollte der Geist sein, um kontemplieren zu können? Ist es zum Beispiel möglich, von der ersten Vertiefung in die Kontemplation zu gehen? Ist es sinnvoll? Es ist sehr sinnvoll, erst den Geist zur Ruhe zu bringen und dann Kontemplation zu machen. Und lange genug, wie weit man eben kann, lang genug in der ersten Vertiefung zu bleiben und dann sich vorzunehmen, welch immer Thema man sich vornimmt, die Kontemplation zu machen. Es ist immer günstig, erst Ruhe und dann Einsicht. Kontemplation ist nur für Einsicht. Das ist sehr günstig. Noch etwas? Ja. Sehr große Schwierigkeiten damit zu kontemplieren, weil ich es sehr genieße, in der Ruhe zu sein und meinen Geist einfach in Ruhe zu lassen. Und ich muss mich ungeheuer überwinden, da irgendwas zu machen. Und ich höre es jeden Mittwoch wieder von dir, dass du sagst, man muss kontemplieren und es fällt mir einfach so ungeheuer schwer. Ich mag nicht denken. Ich verwechsel das wahrscheinlich ein bisschen. Ja, denken. Denken ist an sich diskursives Denken. Es soll ja auch nicht in der Meditation geschehen, um Gottes Willen. Es muss ja nach der Meditation geschehen. Wenn eine Stunde meditiert hast, oder willst zwei Stunden, von mir aus drei Stunden sitzen, dann kannst du immer noch kontemplieren. Oder kannst du ja sechs Stunden meditieren. Aber dann kannst du ja immer noch kontemplieren. Du sollst ja nicht während der Meditation kontemplieren. Dann ist ja keine Meditation mehr vorhanden. Wenn man durch die Meditation keine Einsicht erlangt, dann ist sie mehr oder weniger nichts anderes wie ein Aspirin. Sie muss zur Einsicht führen. Ich meine, wenn man Schmerzen hat, nimmt ein Aspirin, ist ja auch ganz schön. Aber die Schmerzen kommen wieder. Ja, natürlich gibt es Einsichten. Meine Familie ist auch, wenn ich nicht kontemplieren, trotzdem. Bitte? Es gibt trotzdem Einsichten bei mir. Ohne Kontemplieren. Das halte ich für ausgeschlossen. Einsichten kommen nur durchs Kontemplieren. Anders kommen sie nicht. Die kommen nicht aus dem blauen Himmel geflogen. Untersuch's nochmal. Schau nochmal genau nach. Aber nicht bei der Meditation. Ja? Ich habe noch ein Problem mit diesem Karma. Also wenn ich jetzt mit überlege, ein 15-Jähriger, wie es plötzlich passiert ist, stürzt tödlich ab, weil irgend hier ein Seil reißt, dann ist mir irgendwie nicht ganz klar, was hat das mit seinem Karma zu tun in dem Alter. Also ich meine, Karma baut sich ja erst allmählich auf. Ist das dann nicht einfach dann doch irgendwie so eine Art unabwendbare Schicksal, ne? Das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Ja. Und beim Jugendlichen, der einfach dadurch abstürzt, dass er einfach, ja, weil irgendwie ein Stein ausbricht oder von mir aus sonst irgendwas passiert, das ist dann einfach dann doch irgendwie nicht durch ihn persönliches Karma beeinflussbar. Ja, es ist so, Buddha hat gesagt, das Karma ist so wie ein Spinnennetz. Es ist der Faden in einem Spinnennetz, ist so verwoben, dass wir weder Anfang noch Ende finden können. Es hat keinen Sinn, die zu versuchen. Es ist eine von den vier Unmöglichkeiten, das zu versuchen, die karmischen Ursachen mit den Resultaten zusammenzubringen. Das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, ständig gutes Karma zu machen. Wie diese Verbindungen sind von den Ursachen und Wirkungen, ist im Allgemeinen unmöglich zu erkennen, weil sehr, sehr viel da mitspielt. Und daher hat er das auch so, was auch diese Dinge
also nicht in, als Thema genommen, wieso einer da, dem das passiert, dem anderen das. Und dann hat er auch noch gesagt, über Karma, man kann es vergleichen mit einem Teelöffel Salz, den man in eine Tasse Wasser tut. Wenn man einen Teelöffel Salz in eine Tasse Wasser tut, dann wird sie untrinkbar. Wenn man einen Teelöffel Salz in den Gangesfluss tut, ändert das Wasser des Gangesflusses überhaupt nicht. Teelöffel Salz ist schlechtes Karma. Wenn man also eine Tasse voll Gutes nur hat, dann ist dieses schlechte Karma sehr bedeutsam. Wenn man einen ganzen Fluss gutes Karma hinter sich hat, ist das schlechte Karma auch ganz unbedeutsam. Das heißt, in unserer Sprache, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Also es hat keinen Sinn, das zu untersuchen, was da passiert, wenn ein junger Mensch abstürzt. Es hat nur einen Sinn, sich vorzunehmen, ich mache nur noch gutes Karma von heute an. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Und das hat einen Sinn. Alles andere ist unbedeutsam. Und es bringt auch nichts, sich damit dazu untersuchen. Es ist viel wichtiger zu untersuchen, ob man die Begierde des Seins hat. Das ist noch wichtiger zu untersuchen. Und wenn man sie gefunden hat, was darauf alles aufgebaut ist, oder die Begierde nach angenehmen Sinneskontakten, das zu untersuchen. Also es gibt das eine von den Dingen, die nicht untersuchungsfähig sind, wie das zusammenhängt. Wieso der abstürzt. Bitte? Kann es ja auch positiv gewesen sein, warum soll es negativ sein? Er kann ja sagen, es könnte ja theoretisch sein, er stürzt im schönsten Moment seines Lebens ab. Für ihn persönlich ist es ja eigentlich dann keine... Ja, das sind aber Spekulationen. Mit denen hat der Buddha sich nicht abgegeben. Mit Spekulationen. Der hat sich damit... Der Tod, so meine ich das jetzt. Der hat sich mit Wahrheiten abgegeben, nicht mit Spekulationen. Das ist eine Spekulation. Was wissen wir, was da los ist, wenn jemand abstürzt? Das können wir nur spekulieren. Damit hat er sich nicht beschäftigt, mit sowas. Wir können aufstehen und uns die Beine strecken. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken, für ein paar Momente. Wir wollen in unser Herz hineinschauen und feststellen, ob sich dort irgendetwas rührt, dass wir etwas anders haben wollen, als es ist. Und ob uns das Dukkha bereitet. Dass wir nicht zufrieden sind, so wie es ist. Und obwohl wir es vielleicht gar nicht ändern können, bleiben wir weiter unzufrieden. Wenn wir so etwas in unserem Herzen finden und erkennen, dass uns das mit Dukkha erfüllt, dann wollen wir einmal den Wunsch, dass es anders wäre, fallen lassen. Und spüren, dass wenn wir diesen Wunsch fallen lassen, dass wir großen Freiraum im Herzen haben. Und den wollen wir mit Liebe, mit der Wärme der Liebe anfüllen. Und uns selbst schenken.
Wir richten unsere Achtsamkeit auf unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Und wir wissen, dass sie auch unerfüllte Wünsche im Herzen tragen, die ihnen Dukkha bereiten. Und so schenken wir ihnen unser Herz voll Liebe, in dem jetzt keine unerfüllten Wünsche sind, sondern wo nur die Stärke der Herzenswärme zu spüren ist, die wir ihnen schenken. Wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und wir wissen genau, dass auch sie unerfüllte Wünsche in ihrem Herzen tragen, Dinge oft anders haben wollen, als sie sind, und dadurch Dukkha erleben. Und wir schenken ihnen unser Herz, voll Liebe und Mitgefühl, ohne zu erwarten, eine Gegengabe zu bekommen. Und wir denken an Freunde und Bekannte und Verwandte und wissen, dass jeder dasselbe in sich trägt wie wir selbst, unerfüllbare Wünsche und unerfüllte Wünsche. Wir schenken unser Herz an sie, füllen und umhüllen sie mit Liebe, sodass sie vielleicht ihre Wünsche fallen lassen können und mit uns zusammen Frieden erleben. Und wir denken an die Menschen, denen wir in unserem Alltag begegnen. Unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Verkäufer, Postboten. Wer immer uns in den Sinn kommt, wer einen Teil unseres Alltags ausmacht. Und wir wissen von jedem, dass ihr Herz Wünsche in sich trägt, die sie nicht erfüllen können. Und daher kein voller Frieden in ihren Herzen ist. Und so schenken wir ihnen unser Herz voll Liebe und Mitgefühl. Und füllen sie damit so sehr, dass ihr Dukkha keinen Platz mehr findet.
Jetzt denken wir an einen schwierigen Menschen in unserem Leben und wissen ganz genau, dass dieser Mensch Dukkha in seinem Herzen hat, weil er auch Wünsche hegt, Dinge anders haben möchte. Und das vielleicht überhaupt noch nicht erkannt hat. Aber wir schenken auch diesem schwierigen Menschen unser Herz voll Herzenswärme und Mitgefühl. Und sehen, wie das die Schwierigkeit auflöst. Und das Dukkha vermindert. Jetzt öffnen wir unser Herz ganz weit und lassen Liebe und Mitgefühl daraus fließen zu den Menschen nah und fern. Sodass ihr Dukkha sich vermindert, wenn sie spüren unsere Liebesgabe. Zuerst lassen wir es zu den Menschen fließen, die hier versammelt sind. Und dann in die Umgebung und immer weiter und weiter, wo wir wissen oder nur ahnen, dass Menschen zu finden sind. Liebe und Mitgefühl können gar alle Grenzen überschreiten. Und wo immer es ein Menschenherz trifft, wird Dukkha weniger. Wir verschenken das Schönste, was wir zu verschenken haben. Die Reinheit und Wärme unseres Herzens. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Und wir spüren ganz deutlich, dass wir ohne Wünsche, nur beim Verschenken, Ruhe und Frieden empfinden. Dass die Liebe und das Mitgefühl, was wir verschenken, uns selbst einhüllt. Beschützt, festigt. Und wir verankern Liebe und Mitgefühl in unserem Herzen, sodass sie stetig zu finden sind. Mögen alle Menschen ihr Dukkha loslassen.